Ja, servus beieinander. Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ein ganz spannendes Thema, Perfektionismus loslassen. Liebevoll loslassen ist gar nicht so einfach, ne? Und hinter Perfektionismus steht ja häufig Angst. Angst, nicht zu genügen, Angst vor Versagen, Angst, ja, nicht gut, ich bin nicht gut genug. Das ist ja häufig so ein Phänomen von Frauen. Und natürlich haben wir dann häufig auch diese völlige Überlastung, nämlich überall perfekt zu sein, das heißt im Beruf, dann innerhalb der Familie und dann häufig sogar noch in der Familie auch noch im Pflegefall. Ja, Himmel, Herrgott, nochmal, das kann nicht gut gehen. Na? Da verliert man sich. Und mir passieren immer wieder Fehler. Natürlich bin ich auch nicht happy darüber. Ich habe heute Morgen, weil ich wieder auf irgendwelchen Knöpfchen rumgedrückt habe, unsere ganzen Internetseiten einfach mal so zerschossen. Ja, wenn man jetzt überlegt, dass wir davon leben, dass wir die dringend, die brauchen, ist es natürlich nicht so lustig, aber es ist nun mal passiert. Warum ich das erzähle und warum ich trotzdem nicht aus dem Fenster springe, ist, ich habe das hier, hoppala, hier, habe ich es gelernt. Ne? Auf der Leinwand habe ich gelernt, Fehler zu machen, ja, und habe dann auch gelernt oder beziehungsweise mitbekommen, ich sterbe deswegen nicht. Ne? Deswegen, ja, dreht sich die Welt weiter. Also, wir malen jetzt hier gemeinsam gleich weiter. Hups, ich habe hier mein Fenster schon vorbereitet, ne? So nenne ich das immer ganz gerne. Das heißt, das ist ja nach wie vor die Leinwand, die einfach hier mal an die Wand getackert ist, wurde. Und die überpinsel ich einfach immer weiß und habe so die Möglichkeit, immer zu pinseln, ne, zu malen. Wenn es spontan sein soll, weiße Farbe, fassadenweiß drauf und 2 Minuten später, wenn es trocken ist, voilà, es geht los. Von den Farben her oder vom Material empfehle ich heute einfach mal mit Acrylfarben zu malen. Und du kannst gerne mit 2 Händen, 2 Pinseln und, bevor wir loslegen, erst ein bisschen auflockern. Brrr. Ups, meine ganze Technik hier fällt. Ich bin heute ein bisschen aufgeratzt, weil das tatsächlich natürlich für mich schon echt schwierig war, jetzt da, was ich da heute Morgen angestellt habe. Naja, aber fang ruhig erstmal an hier. Locker auf dem Papier, rechts, links, locker dich und es geht los. Ach ja, jetzt habe ich hier zufälligerweise blau und rot. Ja, und lass es fließen. Lass es fließen. Na, hier geht es nicht um richtig und falsch. Das gibt es hier heute nicht. Hier geht es einfach darum, mal zu gucken, was passiert oder was passiert nicht. Ne? Wo oder was fühle ich gerade? Wo muss ich hinsehen? Welche Formen sprechen mich an? Ja, ist es jetzt mehr so die Wellenbewegung? Sind es Kreise? Fühl rein. Es gibt im Leben für mich, oder es gibt so gesehen nicht richtig, das ist falsch. Es gibt Leben, ja, wir leben. Wir machen Fehler, wir lassen los, machen alles richtig, dann passiert wieder ein kleines Missgeschick. So ist es. So. Jetzt brauche ich ein bisschen Weiß oder so
komischerweise mir ist heute noch Wellen zumute. So sanfte Wellenbewegungen innerhalb vom Kreis. Na, jetzt haben wir hier. Und du kannst so eine Leinwand etliche Male überpinseln. Das ist das Schöne daran, ne? Das geht, kann man wirklich öfters benutzen, öfters drüber pinseln. Da kann man sogar das Bild unten jetzt mit einfließen lassen, sehe ich gerade. Dann machen wir jetzt hier mal weiter. Na, das ist jetzt ein anderes abstraktes Bild. Und jetzt gehe ich da mal über und verbinde die mal miteinander. Ja, wie im richtigen Leben auch. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, überleg's mir wieder anders. So ist es. Aber hier sieht man es jetzt. Ich hoffe, das sieht man überhaupt. Ja, gerade noch. Sehe ich gerade. Eieiei, gerade noch. Na, da wird jetzt einfach mal hier, werden jetzt mal ein paar abstrakte Elemente miteinander zusammengefügt. So, ich glaube, jetzt muss ich mal aufhören, weil sonst dauert das Video tatsächlich zu lang. Ich werde euch berichten, was da entstanden ist. Allein von dem Thema Perfektionismus. Ich finde es spannend. Und ja, ich melde mich dann wieder. Viel Spaß bei eurer oder bei deiner persönlichen Umsetzung. Ja, hallo, ich wollte mich ja nochmal melden. Die nächste Aufgabe wäre nun für dich, nämlich mal reinzufühlen, wenn du so dein Bild hast, das geht auch bei einem kleinen Bild, wo fühle ich mich am wohlsten gerade? Na, welcher Platz ist meiner? Welche Farben sprechen mich an? Welche Formen, welche Bewegungen sprechen mich an? Also das ist einfach eine wundervolle Übung, um auch mit dir selber in Kontakt zu kommen. Das wäre dann auch die Grundvoraussetzung, wenn wir zum Beispiel arbeiten oder wenn wir zusammen arbeiten würden, wenn es ums innere Kind geht, die innere Kindarbeit. Ja? Da geht es ums Fühlen, wo fühle ich mich wohl, aber natürlich auch bei Perfektionismus ablegen, gilt es natürlich genauso. Also, alles Liebe und bis bald und hoffentlich bald auf meiner Internetseite. Tschüss.